Ja, reinspaziert zu einer neuen Folge des Seitenblicks. Es ist also nun fix, was die ganze Woche über sich schon angedeutet hat. Thomas Letsch oder Letsch, ich weiß es nicht. Ja, wir werden sicherlich noch früh genug erfahren, ist also unser neuer Chefcoach. Von dieser Stelle an also entsprechend ein herzliches Willkommen, Herr Letsch, hier in Bochum. Ich hoffe entsprechend, Sie haben hier ein glückliches Händchen und maximalen Erfolg, was wir uns natürlich auch alle so grundsätzlich wünschen. Ich würde sagen, so über die ganze Woche ist das ja jetzt schon so ein bisschen durchgesickert und zu Wochenbeginn, so am Montag, als das erstmals der Name auftauchte, war bei mir auf jeden Fall so der erste Gedanke, wie ich vermute, bei vielen anderen von euch auch so: Thomas, wer? Ja, Thomas kennen wir schon als Trainer, ja. Aber mit dem anderen Nachnamen sind wir noch ein bisschen weniger vertraut. Und ich glaube, es ist deswegen auch ein guter und idealer Zeitpunkt, den Trainer mal so ein bisschen besser vorzustellen, einfach mal unter die Lupe zu nehmen. Ich habe ein paar Informationen für euch hier so ein bisschen zusammengetragen und ein bisschen gebündelt, dass wir hier einfach mal zu unserem neuen Chefcoach einen ersten Eindruck bekommen. Also deswegen, lehnt euch zurück, entspannt euch wie gewohnt und dann können wir im Anschluss diskutieren. Lasst uns mal so mit ein paar allgemeinen Fakten und Daten loslegen. Also ich nenne ihn jetzt mal Thomas Letsch, ja, ist mir ein bisschen bequemer. Und der hat entsprechend jetzt hier also einen Vertrag bis 2024 bei uns unterschrieben. Ablösesumme beläuft sich auf ca. 300.000 Euro laut der WAZ. Mögliche Bonis noch inkludiert. Er ist 54 Jahre alt, geboren in Esslingen, hat allerdings bis dato eben noch nicht in der Bundesliga trainiert, zumindest nicht in der ersten. In der zweiten hat er ein kurzes Intermezzo gehabt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ansonsten, lasst uns mal gucken, den Werdegang von ihm bis dato. Also, er ist es erstmalig als Trainer ist er in Erscheinung getreten, Anfang der 2000er Jahre bei den Stuttgarter Kickers. Dort hat er als Co-Trainer begonnen von Markus Sorg und da blieb er auch entsprechend unter Markus Sorg eine längere Zeit Co-Trainer. Ich glaube, er ist ihm dann auch nach Ulm noch gefolgt. Ja, ich nehme euch jetzt in diesem Chart eins vorweg. Er war auch nochmal Co-Trainer unter Roger Schmidt. Ja, später dann entsprechend. Ja, das hier nur kurz schon mal vorweggenommen. Aber das waren so seine Co-Trainerstationen. Seine erste Cheftrainerstation hat er gehabt Mitte der ersten Nullerjahre bei Union Heilbronn. Ich denke, das können wir uns schenken. Das ist erstens sehr, sehr lange, jetzt liegt das her. Zweitens können wir ja nicht von einem Profiverein sprechen. Die SG Sonnenhof Groß-Asbach ist vielleicht 2008 der erste, ja, so erwähnenswerte Verein, den er damals genommen hatte. Dort war er ein Jahr lang Cheftrainer, was natürlich jetzt auch schon sehr lang zurückliegt. Und dann scheint es so, als wenn er so, ja, für irgendwie gute 3 Jahre von der Bildfläche verschwunden worden wäre. Zumindest konnte ich da nichts Näheres zu ihm finden. Tauchte dann allerdings nach 3 Jahren so um 2012 rum RB Kosmos wieder auf, ja. War dort von 2012 bis 2017 in unterschiedlichen Positionen tätig bei RB Salzburg, ja. Und hat einerseits, wie ich gerade eingangs schon gesagt habe, war er Co-Trainer unter Roger Schmidt bei RB Salzburg. Er hat aber auch C. Liefering 2015 selbst betreut. Davor ist er auch in unterschiedlichen Funktionen sowohl Jugendtrainer gewesen, ja, hat als Jugendtrainer unter anderem Konrad Leimer, Dayot Upamecano, Amadou Haidara oder auch Xaver Schlager, ich denke allesamt bekannte Namen in der Bundesliga, mit auf ihrem Weg zum Profi verfolgt, ja, hat irgendwo so sein Teil damit auch beigetragen. Ansonsten endete so ein bisschen das Kapitel RB oder dieser ganze RB-Kosmos, die Entnabelung 2017 dann. Ja, dort hat er den Schritt außerhalb von dem ganzen RB-Kosmos gewagt. Hat eine Cheftrainerstelle beim Erzgebirge Aue angenommen in der zweiten Liga. Dort allerdings ist es alles andere als gut gelaufen. Er hat gerade mal irgendwie 3 Pflichtspiele gemacht, 3 Niederlagen gab es und dann war diese Episode sehr, sehr schnell beendet. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch direkt schon vorweg sagen, muss man das sehr differenziert betrachten. Ich habe euch hier, ich hoffe, er wird eingeblendet, oben einen Artikel verlinkt. Wenn nicht, findet ihr ihn bei mir im Text allerdings unten, ja, hier entsprechend bei diesem Beitrag. Und der durchleuchtet so ein bisschen die näheren Umstände damals in Aue, warum das nach 3 Spielen eigentlich schon direkt gescheitert ist. Und ich denke, es ist auf jeden Fall sehr lesenswert.
So viel vorweg. Er ist dort Machtkämpfen einfach zum Opfer gefallen. Er ist nach Aue gekommen und hat den Co-Trainer dort mit übernommen. Ja, damals noch war Helge Leonard, der Präsident von Aue, der jetzt auch vor einigen Tagen zurückgetreten ist. Und man muss wissen, der Co-Trainer damals ist der Schwiegersohn von Helge Leonard gewesen und man ist sich dort über die Spielphilosophie nicht einig geworden in der Anfangszeit. Ja, und dann ist das alles zu seinen Ungunsten, ein großes Wunder, entsprechend dann ausgegangen. Also wie gesagt, schaut es euch an, um das so ein bisschen besser zu verstehen, warum das dort nicht geklappt hat. Ja. Danach, nach diesem Aue Intermezzo, ging es dann zu Austria Wien, nach Österreich zurück. Dort ist er dann Cheftrainer gewesen bei Austria Wien. Hier muss man ganz klar sagen, all das, was ich dazu so gefunden habe, was ich zumindest so gelesen habe, ist einfach, hier hat es sportlich einfach nicht geklappt. Ja, hier ist er irgendwo dann einfach gescheitert, das kann man wohl so sagen, ja. Und damit war dieses Kapitel, ich glaube, nach nicht mal 40 Pflichtspielen auch dann beendet. Und nach Austria Wien folgte dann die Station Vitesse Arnheim. 2020 ist er dort in die Niederlande gewechselt und hat von damals bis jetzt das Team betreut, war dort durchaus sehr erfolgreich, einmal auf Platz 4 gelandet, einmal Platz 6 die Tabelle abgeschlossen, ist im niederländischen Pokalfinale nur knapp an Ajax Amsterdam gescheitert und hat das Team bis in die Conference League, also so geführt. In dieser Saison jetzt sind sie auch mit einigen Problemen dort gestartet. Es läuft alles andere als gut zuletzt sportlich gesehen. Man muss aber auch hier wieder so ein bisschen einiges differenziert sehen. Vitesse in Arnheim sind ja die Probleme sehr ähnlich wie bei uns. Ja, man hat sehr späte Transfers getätigt, man hat viele Abgänge zu beklagen, unter anderem auch hier die besten Innenverteidiger. Es ist aber auch so eine Situation, dass der Investor, der Russe ist, sich dann aus bekannten Gründen vor wenigen Monaten zurückgezogen hat und es dort auch ziemlich chaotisch und drunter und drüber läuft und das Umfeld, alles andere, das ist als das, was er in den vergangenen 2 Jahren dort vorgefunden hat. Ja, so, nun ist also dieses Kapitel in Arnheim geendet und er schlägt also seine erste Bundesliga-Station hier bei uns beim VfL auf. Das so viel zu seinem bisherigen Werdegang. Ja, lasst uns mal so ein bisschen als nächstes gucken. Ja, die Spielidee und Taktik. Was ist er für ein Typ Trainer? Was hat er bisher so spielen lassen? All das, was ich bis dato so gelesen habe, ist, dass er sehr offen offensiv ausgerichtet spielen lässt, mit hohem Pressing, direktem Spiel, schnelles Umschalten. All das sind so Attribute, die zu seinem Spielstil, zu seiner Spielphilosophie zählen. Also da sieht man schon deutlich die RB-Schule, ja. Hat, und das habe ich entsprechend auch jetzt nochmal hier gelesen, auch ein Artikel im Zusammenhang mit Vitesse Arnheim, zuletzt im traditionellen 4-3-3-System dort spielen lassen und damit irgendwie für Aufmerksamkeit gesorgt. Also in dem Artikel hier oben, der jetzt gerade eingeblendet ist oder den ihr auch im Text wiederum unten findet, werdet ihr auch zu den Umständen bei Vitesse Arnheim noch das eine oder andere finden, um das auch besser zu verstehen, denke ich. Ist es auf jeden Fall eine große Hilfe, weil er natürlich bis dato auch hier ein recht unbeschriebenes Blatt ist. Und ich glaube, das ist dann doch schon mal ganz gut, wenn man die ein oder andere Info dann nochmal hier an die Hand über ihn bekommt. Ja, also ich bin grundsätzlich sehr gespannt, wie das bei uns hier aussehen wird. Es ist auch zu lesen gewesen, dass er sich nicht als Aufbautrainer sieht. Ja, auch eine interessante Aussage. Und ja, vielleicht das so ein bisschen zur Spielidee und Taktik. Schauen wir einfach mal, wie sich das bei uns gestaltet. Lass uns das mal gleich noch ein bisschen bei meiner Meinung etwas weiter ausführen. Zur Mission als solches. Ich habe es mal als Mission deklariert. Jetzt sein Auftrag hier bei uns. Ich würde natürlich schon ganz klar sagen, ja, wir sind jetzt am 8. Spieltag hier. Die Saison ist noch sehr, sehr lang. Ja, wir sind natürlich miserabel gestartet und was bleibt, ist so ein bisschen die Hoffnung und der Glaube. Weiß ich nicht, schwindet, aber die Hoffnung ist bei uns noch ein bisschen da. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Mission ist nach wie vor natürlich hier der Klassenerhalt, ganz klar. Also dafür ist die Saison einfach noch zu lang, als dass wir hier irgendwas abschenken könnten und irgendwie schon insgeheim sagen, ah, wisst ihr was? Er hat ja hier für 2 Jahre ohne Aufstiegsklausel unterschrieben. Lasst uns doch mal entsprechend schon die zweite Liga planen. Nein, sorry, dafür ist es einfach noch viel zu lang. Wenngleich natürlich man auch sagen muss, die Gefahr ist irgendwo auch die, wie ich gerade sage, er hat für 2 Jahre unterschrieben ohne Aufstiegsklausel. Man muss gucken, wie die Saison auch dann hier läuft. Ja, wenn wir hier
tatsächlich absteigen sollten und tun dies sang- und klanglos mit wehenden Fahnen, gehen unter, dann stelle ich mir eine weitere Zukunft über den Sommer 23 hinaus dann auch sehr schwer vor, trotz Vertrag, weil ich glaube, dann wird er auch zu sehr beschädigt sein. Ja? Das ist natürlich viel Zukunftsmusik momentan, allerdings gibt es natürlich mehr als genug Beispiele auch in jüngerer Vergangenheit, wo das dann selten, in den seltensten Fällen funktioniert. Aber für hier und heute, lasst uns auf den Klassenerhalt alle gemeinsam fokussieren, konzentrieren und dann werden wir entsprechend weitersehen. Also, ja, abschließend meine Meinung zum Trainer. Natürlich fängt er hier bei mir auch wie jeder Spieler bei Null an. Er hält eine absolut faire Chance. Ich habe mich jetzt im Vorfeld hier und dort ein bisschen informiert, ein bisschen erkundigt, um einfach mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, um wen handelt es sich hier, was lässt er so spielen, ja, was sind so seine Ideen. Aber ich bewerte ganz klar mit dem heutigen Tag, die neue Zeitrechnung beginnt heute, all das, was ab heute passiert, gilt, ja. Und darüber werden wir diskutieren, darüber werden wir uns entsprechen, da werden wir loben, da werde ich kritisieren. Und das, was bis dato alles gewesen ist, nehme ich einfach jetzt mal so zur Kenntnis. Und ja, wie gesagt, ich kenne ihn also auch jetzt nicht wirklich, hoffe entsprechend das Beste. Ich habe entsprechend auch gelesen, dass er mit jungen Spielern und Talenten gut kann. Bin ich sehr gespannt, davon haben wir momentan nicht allzu viele, aber wer weiß, vielleicht kann er hier den einen oder anderen noch entdecken, fördern, wäre ja möglich. Ich habe ja auch gerade schon gesagt, ein Neuaufbau in Liga 2 sollten wir absteigen. Das ist alles Zukunftsmusik, wird man dann sehen, wie sich die Saison entwickelt. Ja, möglicherweise ist er bis dahin schon zu sehr beschädigt, als dass es überhaupt dann trotz 2-Jahres-Vertrag ohne Aufstiegsklausel über den Sommer 23 hinausgehen wird. Ja, das wird man alles sehen. Nichtsdestotrotz sehe ich ihn aber auch als ja irgendwo Wundertüte bisweilen. Großes Risiko und irgendwo auch ein Experiment an. Trotz dessen, dass er jetzt in der Vergangenheit hier und dort schon im Ausland gearbeitet hat und seine Erfahrungen hat. Ja. Und da bin ich jetzt auch so ein bisschen überrascht ein Stück weit, weil hier beim Trainer offensichtlich sind wir also bereit, ein aus meiner Sicht durchaus größeres Risiko einzugehen. Ja, im bisweilen fast mittleren sechsstelligen Bereich eine Ablösesumme zu zahlen für einen Trainer, der bis dato in der Bundesliga noch gar nicht gearbeitet hat. Ja. Und bis vor wenigen Monaten sind wir das offensichtlich nicht bereit gewesen, in einem kalkulierbaren, größeren Umfang in den Kader, in Ablösungen oder in Spielergehälter gar zu stecken. Ja, also hinterlässt bei mir auf jeden Fall ein paar Fragezeichen. Ich will das jetzt mal so stehen lassen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wie gesagt, ist so ein bisschen, was mir in den Sinn kommt, wo ich mir überlege, okay, lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Aber wie gesagt, ansonsten vielleicht noch ein letzter Punkt zur Taktik. Ja, also wie ich schon sage, es war ja irgendwo zu lesen gewesen, dass er gerne im 3-5-2 spielen lässt. Zuletzt bei Arnheim wohl im 4-3-3 erfolgreich gewesen ist, aber 3-5-2 soll wohl seine bevorzugte Variante sein. Hier bin ich der Meinung, dass es, ich würde jetzt grundsätzlich bis zur WM-Winterpause, das sind jetzt noch 8 Spiele, ich würde da jetzt nicht allzu viel auf links drehen wollen, ehrlich gesagt. Denn ich bin der Meinung, das verunsichert eine Mannschaft, die ohnehin nicht vor Selbstvertrauen strotzt, nur noch mehr. Ja, er sollte hier an den einen oder anderen Stellschrauben drehen, natürlich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dreh jetzt nicht zu viel nach links. Pass nach möglicherweise das System und alles an die Mannschaft an. Guck, was man an vorhandenem Spielermaterial einfach hat, mit dem man arbeiten muss. Ja, das wäre jetzt das Wichtigste, anstatt dass man jetzt schon direkt versucht, alles komplett auf links zu drehen. Dafür wäre meiner Ansicht nach dann mit der WM-Pause, da haben wir knapp 2 Monate Zeit, ja, dafür wäre ein idealer Zeitpunkt, da seine Spielphilosophie und seine Idee durchzudrücken. Da kann man möglicherweise im Winter mit 2, 3 Spielern noch nachjustieren. Ja. Also das wäre so ein bisschen meine Überlegung. Ich bin grundsätzlich, wie gesagt, sehr gespannt, wie er hier bei uns startet, was er an Ideen hat, wie er das jetzt angehen wird. Wir werden es entsprechend beobachten und bewerten. Ja, ja und abschließend, wie ich gerade gesagt habe, was ich meinte, eine Wundertüte, irgendwo großes Risiko, großes Experiment. Ja, aber er scheint die Wunschlösung der Verantwortlichen zu sein. Es ging ja dann doch jetzt relativ schnell. Keine anderen Namen sickerten durch, nur er. Man hat also auch jetzt hier noch Ablösesumme für ihn bezahlt. Da bin ich also sehr gespannt. Daran werden sich jetzt die Verantwortlichen auch messen lassen müssen. Allen voran Patrick Fabian. Ja, seine erste ganz große Entscheidung nach der Entlassung von Thomas Reis. Ja, hier der neue Trainer. Das ist erster Meilenstein. Und auch hier gilt es natürlich für ihn. Er ist in der Verantwortung und
da werden wir künftig natürlich auch drauf schauen. Also, das ist so ein bisschen meine Meinung zum neuen Coach, zum Trainer. Wie seht ihr das? Was sind eure Meinungen? Schreibt es wie gewohnt unten. Gebt ihm eine faire Chance, würde ich sagen. Ich habe nämlich das jetzt auch schon im Vorfeld hier und da so ein bisschen in den Foren das eine oder andere gelesen, wo ich sage, Leute, also das kann es doch echt nicht sein. Ihr kennt ihn ja noch nicht mal, ihr könnt ihn noch nicht mal richtig beurteilen und bewerten, ja. Und da schon über jemanden abfällig zu urteilen oder herzufallen, finde ich ehrlich gesagt unterste Schublade, ja. Ich, wie gesagt, bin hier komplett in der Mitte bei Null. Und ab heute fangen wir entsprechend an, ihn zu bewerten und schauen mal, in welche Richtung das Pendel dann ausschlagen wird künftig. Ja? Also, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Wir sehen uns, wer zumindest möchte, am Wochenende, Sonntagabend stelle ich hier etwas ein bei mir. Da gucken wir uns mal, wie angekündigt, unsere bisherige sportliche Situation an. Wir nutzen mal die Länderspielpause als ersten Checkpoint, um mal hier so da auf das eine oder andere zu schauen. Also wer mag, zapp da rein. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir erstmal hier in der Trainerdiskussion, was es so zu erzählen gibt. Also, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Bis dahin. Tschüss.